Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Wolfgang Fallmann von Balearis Whirlpools. In diesem Video geht es jetzt mal darum, um die Liegeflächen und um die Sitzmöglichkeiten im Balearis Pro 5. Also das ist ein Balearis Pro 5, 2,20 m auf 2,20 m Seitenlänge, das heißt quadratisch. Wir haben hier unten den Filterkasten, der natürlich etwas Platz hier wegnimmt, von der Länge sozusagen. Und wir haben zwei Massage liegen und wir haben drei Sitze, wobei dieser Sitz hier schon fast eine Liege ist. Also man könnte sagen, zweieinhalb liegen könnte man fast sagen. Und es ist nicht so, damit unterschiedlich große Leute im Whirlpool Platz haben, sind diese Liegen unterschiedlich geformt. Diese Geometrie des Pro 5 ist einzigartig, die gibt es sonst nirgendwo. Ein Amerikaner namens Jim DeMartini, der hat uns hier geholfen. Der war seit über 25 Jahren im Whirlpool-Business tätig, hat sehr viel gesehen, sehr viele Pools ausprobiert, sehr viel Know-how in diesem Bereich. Und der hat sich überlegt, die Anordnung der Düsen, die Geometrie der Liegen und die Anordnung der Sitze und so weiter. Also da ist wirklich sehr viel Know-how drinnen. Und die Kunden, die hier bei uns Probe gesessen sind, sind auch alle durchgängig davon überzeugt, weil es einfach bequem ist und weil auch unterschiedlich große Leute sehr bequem Platz haben. Gut, ich bin 1,76 Meter, also nicht der Größte. Wenn ich mich hier mal auf diese Liege lege, habe ich ganz bequem Platz. Ich habe sogar in meinem Fußbereich noch, ja, ich würde sagen 5 cm bis zum Filterkasten noch Platz. Das heißt, da könnten auch noch ein bisschen größere Leute ganz bequem sitzen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ihr seht es auch hier, ist eine Ausnehmung für den Ellenbogen. Auch das ist nicht bei allen Whirlpools vorhanden, damit auch natürlich ich ein bisschen hier mit den Armen mich bewegen kann und nicht so in einem Whirlpool drin sitzen muss. Also wirklich auch sehr angenehm, sehr bequem. Das zweite Interessante, was bei unserem Whirlpool sehr auffällig ist, sind diese Kopfstützen und Nackenstützen. Da gibt es auch ein extra Video dazu. Die sind nämlich in ihrer Form änderbar. Man kann die Nackenstütze runternehmen und umdrehen und somit ändert sich auch die Form für die Nackenstütze und somit kann man sich quasi seinen Kopf oder Nacken Form an sich selbst einfach sehr gut anpassen. Gut, die andere Liege hier, die geht etwas tiefer runter im Gesäßbereich für größere Leute. Ich setze mich da auch mal rein. Auch hier gibt es wieder auf der rechten Seite den Platz für den Ellenbogen. Und wenn ich jetzt hier so drin liege, da habe ich jetzt noch 10 bis 15 cm Platz bis zum Filterkasten bzw. bis zu den Düsen. Also auch hier natürlich haben auch kleinere Leute natürlich auch Platz, kleinere Leute sowie große Leute. Der Größte, der mal hier hingesessen ist, war 1,97 Meter, der war schon recht groß. Der hat natürlich schon etwas seine Beine anziehen müssen, aber er hat auch zu mir gesagt, dass der Whirlpool vom Platz her noch der Beste ist, den er bis jetzt Probe gesessen hat. Gut, gehen wir mal vielleicht noch kurz auf die Sitze. Wir haben im Prinzip drei unterschiedliche Sitze, zwei höhere und einen tieferen. Also wenn ich mich zum Beispiel hier reinsetze und wir hier mal schaut, die Wasserlinie ist über der letzten Düse, also auch über den Lids, dann sieht man, dass meine Schultern jetzt hier bei diesem Sitz aus dem Wasser herausragen. Das ist natürlich praktisch, weil meistens so ist, dass die Frauen wärmeres Wasser gerne haben als die Männer. Wir Männer fangen dann an zum Schwitzen und über diesen Sitz kommt man quasi aus dem Wasser ein bisschen raus und kann ein bisschen abkühlen. Bei diesem Sitz rutscht man wieder tiefer hinein, da sind dann auch meine Schultern wieder unter Wasser. Und bei diesem Sitz sitze ich wieder etwas höher heraus. Gehen wir vielleicht kurz auf die unterschiedlichen Düsen ein. Es ist jetzt so, in diesem Whirlpool gibt es ein paar fixe Düsen. Und zwar bei diesem Sitz, diese Düsen hier hinten, die sind fix. Und hier in dem Fußbereich sind 4 Düsen fix von 6. Alle anderen Düsen sind in der Stärke regulierbar und natürlich auch in der Strahlrichtung. Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Arten noch. Und zwar bei diesem Sitz haben wir 6 Rotationsdüsen. Schaut mal eine raus. Also jede Düse ist natürlich herausschraubbar. Ihr habt auch 10 Jahre Garantie bei uns auf die Düsen. Also falls mit den Düsen irgendwas mal ist, innerhalb von 10 Jahren kriegt sie die ersetzt. Das ist eine sogenannte Rotationsdüse. Wenn der Wasserstrahl von hinten kommt, beginnt quasi die Düse zu rotieren. Und das natürlich auf dem Rücken ein sehr angenehmes Gefühl. Also anders als bei einer direkten Düse. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Düse rausnimmt, oder ich nehme eine größere, dann sieht man es vielleicht besser. Wir haben hier auf dieser Liege zwei ganz große Düsen, das ist eine direkte Düse, also auch die kann man natürlich in ihrer Stärke einstellen, aber man kann hier die Strahlrichtung einstellen. Das heißt, bei den Düsen überall, bei den Einstellbaren, könnt ihr die Strahlrichtung einstellen und das so ideal auf euren Körper einstellen.
Also die Stärke könnt ihr regulieren, indem ihr einfach zwischen diesen zwei Totpunkten die einzelnen Düsen auf- und zudreht. Und was man noch machen kann, gleich große Düsen, zum Beispiel diese Rotationsdüse hier, kann man mit diesen Düsen hier, sind ja gleich groß, kann man einfach austauschen. Das geht natürlich auch, wenn Wasser im Whirlpool drinnen ist, also überhaupt kein Thema. Gut, dann was haben wir hier Spezielles beim Pro 5? Wir haben natürlich Düsen für die Unterschenkel. Bei dieser Liege haben wir auch Düsen für die Oberschenkel, auch hier für die Unterschenkel Düsen. Wir haben Düsen für die Fußreflexzone-Massage. Das heißt, hier von jedem Sitz kann man auf die Fußreflexzone-Massage zugreifen. Die Liege hier drüben hat auch Fußreflexzone-Massage. Diese Liege hier hat Becken, zwei Beckendüsen. Und etwas ganz Besonderes, das sieht man auch selten, die Liege hier hat Handflächenmassage. Also derjenige, der Fußflächenmassage liebt, der wird sicher auch Handflächenmassage lieben. Das ist wirklich ein sehr cooles Gefühl, wenn man einfach hier die Hand drauf hält und sich die Handflächen massieren lässt. Gut, dann gibt es noch eine weitere Düsenart, und zwar diese Chromdüsen hier. Die sind auch fixe Düsen, nicht verstellbar, und zwar sind das die Luftsprudeldüsen bzw. Airblower-Düsen. In diesem Whirlpool sind ja vier Pumpen verbaut, zwei Massagepumpen mit sehr starker Leistung, eine Luftsprudelpumpe und eine Zirkulationspumpe. Luftsprudelpumpe saugt aus dem Inneren des Whirlpools die erwärmte Luft an und drückt sie durch diese Düsen wieder raus. Das ist dieses Blubbern, was man kennt. Auch ganz angenehm, fühlt sich auf der Haut ganz angenehm an und natürlich viel stromsparender als so eine Massage. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Whirlpool ist wirklich entwickelt worden, damit man wirklich ein angenehmes Massageerlebnis hat. Das heißt, die Pumpen, die da eingebaut sind, sind sehr stark. Das Rohrleitungssystem ist auch darauf abgestimmt. Und sie haben eine 3 PS-Pumpe, wo sie quasi die Leistung unterschiedlich aufteilen können. Und das sagen auch unsere Kunden, das hat wirklich einen angenehmen Massagedruck auf dem Rücken. Und somit werden sie auch wirklich massiert. Es gibt natürlich Whirlpools im günstigeren Preissegment meistens, die haben schwächere Pumpen eingebaut. Schwächere Pumpen bedeutet weniger Stromkosten, bedeutet aber auch weniger Massageerlebnis. Also, wenn ich jetzt da im Whirlpool sitzen will, ohne mich zu massieren, dann kann ich die Luftsprudelpumpe einschalten, dann habe ich auch das Blubbern und somit spart man natürlich auch hier Stromkosten. Gut, dann gehen wir vielleicht zu den Reglern am Beckenrand. Am Beckenrand gibt es unterschiedliche Regler, und zwar gibt es von der Größe her kleine, mittlere und ganz große. Ein großer ist hier, der zweite große ist hier. Das sind die sogenannten Sitzeinzelplatzsteuerungen oder Sitzplatzregler. Und zwar, wie gesagt, zwei Pumpen sind eingebaut. Eine Pumpe ist zuständig für die beiden Liegen und eine Pumpe ist zuständig für die drei Sitze. Und damit ich die Pumpenleistung steuern kann auf die unterschiedlichen Liegen und Sitze, gibt es quasi diese zwei Regler hier. Das heißt, wenn er in der Mittelstellung ist, bekommen beide Liegen gleich viel von der Pumpenleistung ab, beziehungsweise die Sitze. Und wenn ich den ganz auf Anschlag drehe, dann läuft 100% der Pumpenleistung auf eine Liege. Wenn ich auf den anderen Anschlag drehe, dann läuft 100% der Pumpenleistung auf die andere Liege. Also somit kann ich da wirklich auch noch in der Stärke herumspielen, um mir das persönlich genau perfekt anzupassen. Das Gleiche geht natürlich auch für die Sitze mit der Einzelplatzsteuerung oder Sitzplatzregelung. Dann haben wir vom Durchmesser her die mittleren. Da ist einer hier und der zweite hier. Diese zwei Regler sind zuständig für die Fontänen und den Wasserfall. Habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Wir haben hier drei Fontänen, die spritzen hier so im hohen Bogen in das Wasser rein. Wir haben hier vorne einen Wasserfall, da rinnt das Wasser einfach runter. Manche Leute haben das gern einfach ohne dem Sprudeln in dem warmen Whirlpool zu sitzen und dem Plätschern zu lauschen. Deswegen gibt es eben diese Wasserspiele, kann man auch sagen. Und mit diesen Reglern kann ich die Stärke der Fontänen und des Wasserfalls regulieren bzw. komplett ausschalten. Dann bleiben noch die kleinen Drehregler übrig. Sie sehen hier unten und hier sind die kleinen Regler. Die kleinen Regler sind dafür zuständig für die Beimischung der Luft zur Massage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesem Sitzplatz sitze und die Massagepumpe einschalte, dann saugt die Massagepumpe hier unten über die Ansauggitter das Wasser an und drückt mir das Wasser hier wieder raus. Und jetzt kann ich aber durch Öffnen dieses Ventils einen Schlitz aufmachen und dann wird quasi Luft mit angesaugt aus dem Inneren des Whirlpools. Das wirkt sich natürlich auf das Massageerlebnis aus, also der Strahl wird viel intensiver, viel härter und mit diesem Regler kann ich das regulieren. Gut, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das Einzige, was man nur hier noch sagen kann, wir haben hier die Aromatherapie. Das ist ein Aromastick, das heißt, da gibt es unterschiedliche Duftstoffe.
diese Duftstoffe, um das zu verwenden, muss ich diese Schutzkappe runtergeben, Duftstoff reingeben. Den Duftstoff kann ich durch Auf- und Zudrehen ein- und ausschalten. Also aufdrehen nach rechts und zudrehen nach links. Wenn der aufgedreht ist, öffnet sich im Inneren ein Behälter und dann wird der Luft sozusagen freigegeben. Der Duft funktioniert über die Luft, nicht übers Wasser, über die Luft, und zwar über die Luft der Massagefunktion. Das heißt, die Massagepumpen müssen laufen, damit auch der Duft zum Tragen kommt. Wir haben hier noch einen Getränkeabstellplatz. Auch hier haben wir einen Abstellplatz, einen beleuchteten. Das Gute an diesem Whirlpool ist, dass diese Flächen hier nicht rund sind, sondern eben. Das heißt, man könnte auch hier in diesem Bereich, auf den flachen Bereichen, Getränke oder sonstiges abstellen. Bitte immer aufpassen, bitte immer Plastik- oder Kunststoffbecher, Kunststoffgläser verwenden und nicht mit dem reinen Glas. Eins sei auf jeden Fall hingewiesen, diese Oberfläche ist Acryl-Kunststoff. Das heißt, die kann natürlich auch zerkratzen. Sollte das mal der Fall sein, ich werde auch ein Video dazu machen, man kriegt auch leichte Kratzer wieder raus. Das ist überhaupt kein Thema. Gut, eines fällt mir gerade noch auf, weil ich nämlich immer hier auf diesen Ecken sitze. Also ich habe ja früher schon erwähnt, die Geometrie von diesem Whirlpool war sehr wichtig. Und es gibt andere Mitbewerber, die sehr harte Kanten verwenden. Ihr seht, bei unserem Whirlpool sind sehr weiche Kanten, sehr viele Abrundungen drinnen. Und das hat natürlich einen Sinn, weil man ab und zu, wenn man zum Beispiel aus dem Wasser raus möchte, sich gerne auf so eine Kante auch aufsetzt. Und diese Kanten sind auch so abgerundet und so geformt, dass man da auch überall recht gut sitzen kann und somit dann noch einen Mehrwert sozusagen generiert, wenn man auf den Kanten sitzen kann. Jetzt habe ich schon ziemlich alles gesagt, was mir einfällt zum Thema Düsen, Sitze und Massage. Hier haben wir den Filterkasten, gibt es aber dann noch ein extra Video dazu. Und ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe alles erklärt. Wenn noch Fragen auftauchen sollten, dann gerne bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail und die Telefonnummer findet ihr auf unserer Webseite balearis.de. Ich freue mich, von euch zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.